herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Cori und ich habe heute einen Food Haul für euch. Der könnte ein Ticken größer ausfallen als normal, denn wir haben etliches gespart und haben trotzdem nur knappe 60 Euro bisher ausgegeben. Genau. Einmal XXL Pizza beim Lidl geholt für die Männer. Die tun wir auch gleich in den Schrank. Ganz wichtig. Dann waren wir auch beim Netto. Da gab es diesen tollen bunten Salat. Der hat Wurzeln, den kann man gleich ins Wasser stellen. Dann kann der auch wieder weiter wachsen. Genau. Dann hatten wir 4 Kaiserbrötchen und 4 Laugenbrötchen mitgenommen. Ein Teil haben wir jetzt schon gefuttert, weil wir erstmal Hunger hatten, bevor ich hier anfange, Food Hall zu drehen. Denn ich war heute Morgen schon im Fitnessstudio. Dann sind wir einkaufen gelaufen. Das heißt, ja, da ich, wie ihr wisst, immer ohne Frühstück aus dem Haus gehe, hatte ich dann doch irgendwann Hunger. Für Junior, für die Schule wieder American Sandwich. So, für Juniors Backen und für die Muttertagsaktion haben wir Blätterteig geholt. Könnt ihr euch auf 2 ganz tolle Sachen gefasst machen. Unser Kaffee to go, den wir mit hatten. Genau. So. Für die faulen Tage wieder 4-mal Soße. Dann ein Großpacken Kinderriegel. Einmal Frischkäse mit Kräutern. Da müsste auch noch ein anderer sein, aber den. Genau. Den Frischkäse Light, den mache ich mir momentan gerne unter Honig oder Marmelade oder so. Ist ein bisschen weniger fett, wie wenn ich mir Margarine drunter mache oder Butter. So, dann hatten meine Männer das Glück, von der XXL-Woche nochmal Salami, ihre Lieblingssalami gekriegt zu haben. 3-mal. Beim Joghurt hatte ich leider weniger Glück, der war ausverkauft. Von der XXL-Woche, deswegen 2-mal normalen Becher. So, das war der Rucksack. Dann habe ich hier einen schönen großen Basilikum. Den werde ich raus auf den Balkon setzen. Bananen für Juniors Frühstück in der Schule. Genauso Erdbeeren für sein Frühstück in der Schule. Und für später, wenn er nach Hause kommt, 2 Donuts. Das war die Tasche. Moment. Jetzt geht's an den Hinterherziehkarren. Da sind wir auch noch so einiges drin. Da waren wir ja, wie gesagt, beim Netto und hatten für 1,29 Euro 500 Gramm Cocktail-Rispentomaten bekommen. Hatten das Glück, 400 Gramm Spargel für 2,22. Und dann hatten sie auch noch Trauben im Angebot für 1,79 Euro, weiß ich jetzt gar nicht. 2-mal Gurke beim Netto für 59 Cent.
Und hinter mir wird es voll. So. Dann hatten wir hier mindestens 30% weniger Zucker. Genau, Tomatenketchup. Dann haben wir Instant-Kaffee, weil das sich auch kalt anrühren lässt. Und jetzt, wo es so warm wird, ist ein Eiskaffee doch angenehmer als ein normaler Kaffee. Dann haben wir für den jungen Mann wieder Waldmeistersirup. Weil damit hat er dann letzten Endes doch ein bisschen weniger Zucker, als wie wenn er, keine Ahnung, Apfelsaft oder sonst was trinkt. Das ist Ironie, aber es ist so. Dann für mich wieder zweimal den Hafertrink von Netto. Und weil es im Angebot war, eine komplette Palette für 8,88 Euro von der 1,5er Milch. Kann man sich nicht beschweren. So, Essensplan bringt nichts, denn wir haben letzte Woche komplett anders da gekocht, als wir geplant hatten. Das heißt, im Prinzip müsst ihr nur den Food Hall von letzter Woche gucken und ihr wisst, was wir für die Woche geplant haben. Ja, genau. So sieht's mal aus. Das waren jetzt alles so Sachen, die wir so noch gebraucht haben. Die Hauptessen haben wir allerdings im Haus. Ja. Jetzt geht's wieder weiter mit dem Leermachen von hier neben mir dem Froster und im Gang der Speisekammer. Aber frische Sachen und ein paar andere Sachen muss man halt doch immer mal wieder dazu kaufen. Genau. So. Achso. Haarfarbe, genau. Die hat sich mal wieder geändert. In einem Vlog werde ich euch das auch noch zeigen. Da habe ich euch so ein bisschen mitgenommen beim Haarefärben. Der kommt allerdings erst in 1-2 Wochen. Aber ich hatte die Schnauze voll von Blondieren und Rotfärben. Das macht die Haare halt doch kaputter, als wenn man einfach nur färbt. Und deswegen bin ich wieder zu meinem üblichen Blau-Schwarz übergegangen. Davor hatte ich Lila-Schwarz, jetzt gibt es wieder Blau-Schwarz eine ganze Weile. Und ja, ich bin happy. Mir gefällt's. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüssi, eure Corrie.